Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja ein Video drin, wo ich berichte über den ersten Pizzaautomaten in München in der Arnulfstraße 102. Ja, wie läuft das Ganze ab? Man geht zu dem Automaten, man kann ein Konto registrieren am Automaten, dann kriegt man eine SMS, klickt auf den Link oder man kauft die Pizza einfach ohne Konto. Mit Konto kann man Punkte sammeln. 1 Euro ist immer ein Punkt. Wie viele Punkte man eine Pizza bekommt, weiß ich nicht, weil man findet in der App nichts. Ja, es gibt auch eine App, da, die heißt Smart Pizza App. Und da kann man sich registrieren. Und dann kann man die Pizza über die App bestellen und man kann über die App bezahlen und dann kriegt man auch pro 1 Euro einen Punkt und dann kommt die Pizza raus oder ich kann jetzt über die App zu Hause sagen, um 18 Uhr eine Pizza, ich bezahle die und dann bin ich um 18 Uhr da und dann kommt die Pizza raus. So funktioniert der neue Pizzaautomaten in der Arnulfstraße 102. Ja, aber jetzt gibt es eine negative Sache. Ich habe gerade in der App geguckt und da steht, keine Pizza ist verfügbar. Ja, das Ganze ist zwar gut bedacht, der Automaten ist zwar gut, da kann man sich Tag und Nacht mal schnell eine Pizza holen oder jetzt im Sommer, wenn ich jetzt sage, gut, ich fahre da mal hin oder es gibt auch, wäre auch andere Plätze ganz gut, wo man jetzt zum Beispiel sagt, wo viele Touristen sind, in der Innenstadt oder dort, dass man sagt, gut, da stellt man Automaten auf und im Sommer kann ich Tag und Nacht dahin fahren und dann kann ich mir mal schnell eine Pizza holen. Ja, das ist ganz gut. Aber es gibt viele Leute, die würden sich am Sonntag wie heute mal eine Pizza kaufen. Und wenn aber keine Pizza verfügbar ist, dann ist das natürlich mit dem Automaten ziemlich schlecht. Weil ich sag, wenn ich der Automatenbetreiber wäre, dann möchte ich immer wissen, andere Automatenbetreiber in anderen Städten, die sagen, es gibt da irgendwie Cloud-basierte Anzeige, wo immer gesagt wird, wie viel Pizzen da verfügbar ist. Da muss man gleich gesagt werden, aha, die Pizza ist aus oder die Pizza ist aus oder die Pizza. Und da muss ich als Automatenbetreiber, muss ich da hinfahren und dann sofort wieder die Pizzen auffüllen. Oder der Automaten, wie in München, steht zum Beispiel bei einem Hotel. Oder andere Automaten, Pizzaautomaten, hat sich einer von der Tankstelle so einen Automaten gemietet. Der Tankstellenbetreiber füllt dann die Pizzen immer wieder auf. Oder in München, das Hotel füllt die Pizzen immer auf, dass ich als Automatenbetreiber nicht immer dort jedes Mal hinfahren muss, wenn die Pizzen aus sind, sondern der Automaten steht beim Hotel und irgendeiner vom Hotel füllt dann immer die Pizzen auf, wenn die Pizzen jetzt zum Beispiel leer sind. Aber wenn ich in der App sehe, ja, ich möchte mir eine Pizza bestellen, aber die Pizzen sind alle nicht verfügbar, die sind alle ausverkauft, ja, was nützt mir das dann? Ich bestelle mir keine Pizza beim Lieferservice oder fahre irgendwo in die Pizzeria und hol mir da eine Pizza und der, ja, den Automaten gehört. Der Automatenbetreiber hat in dem Moment nichts verdient. Der will ja auch immer was verdienen. Der will ja auch immer eine Pizza verkaufen. Und wenn die Pizza nicht verfügbar ist, ja, was nutzt mir das dann? Ich sag mir so, wenn eine Pizza drin ist, dann sage ich, gut, ab und zu mal eine Pizza. Das ist ganz nett. Wie gesagt, im Sommer kann ich da mal hinfahren und kann mir gar mal eine Pizza holen. Oder wenn es
zum Beispiel der Pizzaautomaten, irgendwann in anderen Plätzen in München gibt, wo ich sage, der Platz ist besser oder da komme ich eher hin, dann ist es ganz gut. Dann kann ich sagen, ich fahre einmal dorthin und hole mir gerne im Sommer mal eine Pizza. Die Pizza haben auch gut geschmeckt. Man kann es nicht vergleichen wie jetzt beim Italiener, das ist schon klar. Aber die Pizza war ganz gut. In 4 Minuten war die Pizza fertig und man konnte sie schon essen. Also ich fand es jetzt nicht so schlecht. Es gibt Pizza Tono, es gibt Salami Pizza, es gibt Pizza Margherita, es gibt verschiedene Pizzen. Und also die Idee dahinter finde ich ja gar nicht so schlecht. Aber dass die Pizza irgendwann oder dass irgendwann keine Pizzen verfügbar ist, das ist nach meinen Augen schlecht umgesetzt. Und da muss der Automatenbetreiber irgendwas machen, damit die Pizzen wieder schnell verfügbar sind, wenn zum Beispiel keine Pizzen mehr im Automaten ist. Weil wenn der Sonntag ist und viele Leute würden sich da eine Pizza kaufen. Also ich habe gelesen, dass sich da viele Leute deine Pizzen kaufen oder eine Pizza kaufen und dass es gut bewertet ist und auch gut besucht. Komm, ist der Pizzaautomaten leer, darum hat der Pizzaautomaten keine Pizza, weil der Automaten gut besucht ist. Dann muss der Automatenbetreiber schauen, dass die Pizzen wieder schnell, dass der Automaten wieder schnell aufgefüllt wird, damit der Automatenbetreiber wieder Pizzen verkauft. Wenn der Automaten leer ist, dann nützt mir das nichts. Das ist so, wie wenn ich zum Penny gehe und der Penny hat keine Lebensmittel mehr. Der Penny verkauft 2-3 Stunden nichts. Das kann sich der Penny nicht erlauben und das kann sich der Pizza-Automat, der Pizza-Betreiber oder der Automatenbetreiber kann sich das auch nicht erlauben. Drum verstehe ich nicht, warum der Automaten keine Pizzen hat. Aktuell sind keine Pizzen in dem Automaten verfügbar. Ja, das ist der erste Automaten in München, in der Arnulfstraße 102, der erste Pizza-Automaten, wo man auch alles über die App machen kann, wo man über die App auch eine Pizza reservieren kann, dass ich sage, in 1 Stunde, in 2 Stunden hole ich die Pizza ab, dann bezahlt man die jetzt schon und dann fährt man da in 2 Stunden hin und holt sich da die Pizza ab und man kann auch Punkte sammeln für eine Gratis-Pizza. Finde ich ja alles gut, finde ich super Sache. Aber das andere nervt mich, wenn einfach keine Pizzen verfügbar sind. Das ist schlecht und das muss der Automatenbetreiber einfach besser machen. Das war es auch zu dem neuen Pizza-Automaten in München in der Arnulfstraße 102. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.